guten Abend und herzlich willkommen zu Leute, Leute. Bei uns geht's heute um Hochadel, Herdprämie und Hormone, um politische, musikalische und sexuelle Höchstleistungen. Und damit wären wir auch schon direkt beim ersten Thema. Zwei Frauen kämpfen um Fritz Wepper. Die Frage ist nur, warum? Man prügelt sich doch auch am Buffet nicht um die Kotelettknochen. Wir haben ein sehr schönes Bild von ihm. Wobei ich mich frage, der hat sich doch einen Busen machen lassen. Das ist ein sattes C-Körperl. So viel hätte ich auch gern. Ja, egal. Die betrogene Gattin von Fritz Wepper hat mittlerweile eine Standleitung zur Bild-Zeitung, bezeichnet ihren Koetalpendler wörtlich als saublöd, feige und abgrundtief verlogen. Ja klar, wenn man jemand endlich so genau kennt, dann will man ihn auch nicht mehr hergeben. Ja, und wo wir gerade bei hautengen Klamotten sind, Batman, jetzt passen Sie auf, Batman soll schwul sein. Echt. Also so neu war mir das jetzt nicht, wenn man sich einmal Fotos so anschaut. Dagegen wirkt Freddie Mercury wie ein Staubsaugervertreter aus Duisburg. Ja, also gut, dass man ihn wenigstens von einem eindeutigen Hetero wie George Clooney hat spielen lassen. Batman, ja. Ein hoffnungslos überforderter Homosexueller, der vergebens versucht, Ordnung in der eigenen total kaputten, maroden Stadt zu schaffen. Das war für mich bisher nicht Batman, sondern Klaus Wowereit. Ja, wo wir gerade bei Comicfiguren sind. Wo wir gerade bei Comicfiguren sind, Nicolas Sarkozy. Die Älteren unter Ihnen werden sich dunkel erinnern. Ja, gemein, war schon. Aber er war mal Präsident von Frankreich, damals übrigens der einzige Politiker in Europa, der zu Berlusconi wirklich aufschauen konnte. Ja, dieser Vollblutpolitiker steht vor dem Ruhestand. Die Wahl ist verloren. Auch seine Carla konnte leider nichts mehr reißen. Die Frau ist ja inzwischen durch Botox so unbeweglich geworden, die schaut aus, als wäre sie direkt in Körperwelten entsprungen. Wobei, na, man muss sagen, so kurz nach der Schwangerschaft wieder so eine tolle Figur, das ist wirklich, muss man sagen, Respekt. Aber wir wollen nicht nur draufschlagen, nein, in unserer Sendung wollen wir uns auch mal freuen. Ja, Harald Schmidt wird doch nicht arbeitslos. Ja, er wechselt tatsächlich zu Sky. Am 3. Mai lief der letzte Teil der beliebten Sat.1-Sendereihe, die Wanderhure. Ja, denkt sich, hat er selber gesagt. Ja. Übrigens, ein Zitat von ihm möchte ich an dieser Stelle anmerken. Dennoch drängt sich unweigerlich der Eindruck auf, die Showbranche hat ein Nachwuchsproblem. Oder sagen wir es anders, der Nachwuchs hat ein Problem. Denn wir haben in unseren Teppichterrier auf den Hals gehetzt, Lutz van der Horst. Er war nämlich für uns beim New Faces Award, dem bunte Newcomer-Preis, und ja, so viel kann ich schon vorab verraten. Er wird den nicht mehr bekommen. Ich bin hier, um die Newcomer ein bisschen zu warnen vor dem Showgeschäft, dass er doch übel ist. Ja, wirklich? Oder findest du nicht? Ja, ich finde ihn total übel. Aber gut übel. Ihr seid heute nominiert. Wenn ihr gewinnt, ist alles okay. Aber tut mir einen Gefallen, wenn ihr verliert, lernt einen ordentlichen Job, okay? Du gibst mir ein Exklusivinterview und ich besorge dir nachher auf der Party den Alkohol. Ich habe schon einen Tee, ich brauche gar nichts mehr. Heute geht es um den New Faces Award, neue Gesichter. Da reicht es ja nicht, wenn irgendwas Neues im Gesicht, ne? Hast du Studienabschluss? Nee, ich habe nur Realschule. Ausbildung auch nicht? Nee. Gut, dann bleibt wirklich nur das Showgeschäft. Jenny Elbertshagen, ich finde es toll, dass Sie dabei sind bei all diesen jungen Talenten, weil ich bin fest davon überzeugt, dass aus Ihnen irgendwann mal eine gute Schauspielerin wird. Ich kenne ja echt niemanden. Ja, ich habe auch schon gedacht, man sollte vielleicht mal so ein Old Faces Award ausrufen, dann habe ich vielleicht auch noch mal eine Chance, oder? Genau. Und wer sind Sie eigentlich? Hallo, Nova Mal Henry. Ich sehe dich dauernd auf diesen Veranstaltungen, was ich immer schon mal fragen wollte, was machst du eigentlich beruflich? Ja, das war's vom New Faces Award. Ich habe alles gegeben, ich habe gekämpft wie eine Löwenmutter, aber es will ja niemand auf mich hören. Ciao, Leute, wir sehen uns in der Hölle. Lutz van der Horst. Aber
Was ausgerechnet Jenny Elvers bei einem New Faces Award macht, das muss mir mal einer erklären in einer sehr stillen Minute. Ja, wo wir gerade uns so schön in Rage reden, haben Sie es mitgekriegt? Diese verblendeten Fanatiker, die in ganz Deutschland umsonst ihre Hetzschriften verteilen, mit ihren frauenfeindlichen Sprüchen und tausend Jahre alten Parolen. Es ist wirklich, es ist schlimm. Also nein, jetzt nicht die Salafisten, ich meine die von der Bild-Zeitung. Am 23.06. stehen die Zeugenspringers auch an ihrem Briefkasten. Am 2. Mai wäre Bild-Erfinder Axel Springer nämlich 100 Jahre alt geworden und am 24. Juni feiert seine, ja, wie wollen wir es nennen, Zeitung ihren 60. Geburtstag. Aus diesem Grund haben wir für Sie mal die besten Schlagzeilen der letzten 60 Jahre zusammengefasst. Forscher entdecken schwulen Killerpilz. Hat Genscher neue Ohren? Iltis erschoss Kreisrat, das muss in Bayern gewesen sein. Polen-Yeti begafft Bikini-Mädchen. Diese Affenhitze werden wir jetzt alle Afrikaner. Meine Lieblingsschlagzeile, 150 Flüchtlinge pro Stunde, wann ist die DDR leer? Echt schön. Subtil, oder? Ja, 60 Jahre Bild, Wahnsinn. Jetzt überlegen Sie sich mal, wie viele Bäume dafür sinnlos haben sterben müssen. Ja, Kai Diekmann, der gegelte Fürst der Finsternis, wen der da oben in seinem Springerturm nicht schon alles über die Klinge beziehungsweise über den Rubikon springen hat lassen, beeindruckend. Für mich das Highlight der letzten 60 Jahre war auf jeden Fall die Erfindung der Stasi-Hotline 1414. Jeder Depp, der sein Kamerahandy einigermaßen unfallfrei bedienen kann, der ist jetzt Paparazzo auf 250-Euro-Basis und kann die Stars in den unmöglichsten Situationen abschießen. In jeder denkbaren Situation lauert der Blitz. Ja, hier, Mensch, da bist du. Du willst eigentlich nur die Frau aus dem Katalog zum Umtauschen zur Post bringen. Batsch, klickt das Fotohandy. Seitdem die Boulevardhyänen von Springer die Hetzjagd eröffnet haben, können sich selbst die Halbprominenten nicht mehr sicher sein, dass sie nicht in einem unbeachteten Moment. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Schön saufen wäre ja nimmer gegangen. Ja, aber am tollsten finde ich ja die Werbespots der Bild. Die gehören wirklich zu den besten Spots im deutschen Fernsehen. Und deswegen habe ich da auch selber mitgemacht. Bild, denke ich, lässt jeden zu Wort kommen. Bild ist zweifelsohne mutig. Die Bild-Zeitung ist eine direkte Zeitung. Kurz, knapp, informativ. Wenn die Bild will, kann sie ja. Und frech. Eine Zeitung, die Eier hat. Sisse? Rock'n'Roll! Bild dir deine Meinung. Eigentlich bin ich aber total enttäuscht über meinen Spot. Die haben nämlich das, was ich eigentlich gesagt habe, total zusammengeschnitten. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was ich wirklich gesagt habe. Bild ist zweifelsohne mutig. Weil die sich trauen, mich zu fragen, bei diesem depperten Schmarrn mitzumachen. Dieses Schmierblattl ist doch die reinste Volksverdummung. Die Bild-Zeitung, die hetzt uns doch alle auf. Eine Zeitung, die mutig ist. Eine Zeitung, die aufdeckt. Eine Zeitung, die Eier hat. Genau. Und deswegen sollte man da mal sauber reintreten. Die Bild-Zeitung, die war nur ein einziges Mal für was gut. Und zwar bei der Schleierentführung, damit man gewusst hat, welcher Tag eigentlich ist. Leck mich doch alle am ich ver mich. Bild dir deine Meinung. Mit dem Temperament, da könnte ich glatt Claudia Roth ablösen. Übrigens ist die deutsche Boulevardpresse ja noch harmlos im Vergleich zu den Engländern. Die Engländer, ja, freundlich und zuvorkommend sind die nur beim Elfmeterschießen. Die Royals haben ja jetzt kürzlich ein Jubiläum gefeiert. Queen Elizabeth hat gefeiert, 40 Jahre Menopause. Spaß. Nein, Spaß. Spaß, Prinz William und seine Kate, die haben gefeiert. Ja, das ist jetzt schon ein Jahr her, dass das adlige Ehefrauen-Casting ein glückliches Ende gefunden hat. Blauer sucht Frau. Ja, jetzt erwarten alle natürlich sehnsüchtig auf ein Baby. Ganz ehrlich, wer sich darüber freut, dass Engländer sich vermehren, der hat sich noch nie auf Mallorca am Strand umgeschaut. Ja, aber wir.
Aber kommen wir zum deutschen Adel. Dort gibt es ja auch einen Haufen Mentalasketen. Prominentestes Beispiel, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Immer wenn man glaubt, dass sie sich mit ihrer letzten Äußerung endlich einen Vormund verdient hat, da holt sie einfach noch ein Ass aus dem Ärmel, wie jetzt wieder kürzlich bei Gottschalk Live. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr schade, dass es keine Zwangsheirat mehr gibt. Ja, gut, sie selber kommt ja auch von der unvermittelbaren Fraktion. Da kann so eine schöne Zwangsheirat schon helfen. Oder eine Zwangsjacke. In ihrem Fall kann man die intellektuelle Fehlleistung möglicherweise auch auf die Ernährung schieben. Immerhin ist sie die einzige Vegetarierin, die auch bedenkenlos eine Currywurst essen kann. Ja, aber vielleicht ist ja die Currywurst gar nicht aus Fleisch, sondern aus Blumen. Ja, und die kann man dann auch rauchen, die Currywurst. Ja. Schaut's, liebe Kinder daheim, das kommt davon, wenn der Papa auch der Bruder ist, gell? Nicht nachmachen, gell? Nicht nachmachen, genauso wenig wie alles, was die Spanier momentan so treiben. Juan Carlos. Der Enkel von ihm schießt sich in den Fuß, dann geht bei der Elefantenjagd die erste Hüften zu Bruch und kurz danach auch noch die Ehe. Eigentlich Stoff für den RTL-Nachmittag. Aber Juan Carlos, der soll ja angeblich seit Jahren was haben mit dieser deutschen Prinzessin Corinna Sainz von Wittgenstein geborene Larsen, deren Namen wir aus rechtlichen Gründen in der Sendung nicht nennen dürfen. Das ist aber auch, finde ich, ein attraktiver Mann, oder der Juan Carlos mit seinen 74 Lenzen. Gut. Sie muss vor dem Sex immer erst den Katheter rausziehen, aber mein, ja, irgendwas ist ja immer. Mein, nichts gegen Großwildjagd. Deppert ist halt nur, dass Django Carlos Ehrenvorsitzender der Tierschutzorganisation World Wildlife Fund ist. Was in etwa so gut zusammenpasst wie Russland und freie Wahlen. Ja. Vielleicht hat er auch gedacht, WWF, das steht für Waffenweiber-Fotohandy. Ja, sonst hätte er doch da nie mitgemacht. Lieber Juan Carlos, Faustregel Nummer 1. Notgeile Männer machen Urlaub am Ballermann, nicht mit dem Ballermann. Aber wenn Sie sich diese Bilder anschauen. Ja, gut, ich sag, wenn er jetzt mal einen Elefanten abgeknallt hat, der war ja auch schon ganz alt und ganz grau. Sie sehen es ja selbst. Ja, mein Gott, und zwei Büffel. Aber ich meine, Büffel sind ja da unten so auch eine Art Plage, quasi die Billigbäcker Afrikas. Ja gut, ein Nashorn auch noch, aber was laufen die auch da frei rum? Ja, die sind ja mordsgefährlich und zertrampeln ständig die Blumenbeete. Und ein Einhorn auch noch. Ja, okay, ich gebe auf. Ja, das stimmt schon. Der Adel ist verhaltensauffällig, hat sich offenkundig in die Krise gemändelt. Und Sie als Zuschauer, Sie haben natürlich das Recht zu erfahren, warum das so ist. Ich fasse das einfach jetzt nochmal zusammen. Der Enkel schießt sich in den Fuß, der Opa bricht sich beim Elefantenabknallen die Hüften. Wie gibt's das, dass es gerade in adligen Familien eine Häufung von so tragischen, ich sage mal, genetisch bedingten Unfällen gibt? Ich habe dazu eine Expertin eingeladen, die sich mit blauem Blut auskennt. Elke Euler. Herzlich willkommen. Ja, ich habe ja jahrelang gedacht, blaues Blut, das gibt's nur in Form von Ersatzflüssigkeit bei der Damenbindenwerbung. Aber anscheinend ist da genetisch doch was ganz Besonderes dran, oder? Ja, Frau Gruber, das kann man wohl sagen. Nehmen wir doch mal zum Beispiel die Familie von König Juan Carlos Alfonso Victor Maria de Bourbon y Bourbon dos Detiliat. Verzeihung. Allein der Name ist ohne logopädische Hilfe gar nicht unfallfrei auszusprechen. Wir nennen ihn deswegen einfach Carlos von Spanien. Sein Vater war Ernesto von Italien, der wiederum der Sohn ist von Wilma von Holland, die ja die Tochter ist von Otto von Braunschweig, welcher bekanntermaßen der Sohn von Marianne von Schweden ist, die wiederum die dritte Tochter von Günther von Sachsen ist, dem Sohn von Elena von Spanien, der Tochter von Juan Carlos. Ein
Perfekt. Ja, nun, ein Normalsterblicher würde bei dieser Familienkonstellation im Knast wohnen. Oder in einem österreichischen Keller. Als Adliger landet man damit aber in einem Schloss. Oder auf Safari. Ja, mit allen Gefahren, die das schlechte Blaublut birgt. Ich kann mir das immer noch nicht so ganz genau vorstellen. Wie ungesund ist denn dieses enge Verwandtschaftsverhältnis? Obstsalat. Wie bitte? Schauen Sie, Frau Gruber, das ist ganz einfach. Ich zeige Ihnen das hier mal. Ah ja? Genau. Es ist nämlich, also wenn ich in jeder Generation ein anderes Früchtchen in die Schüssel gebe, dann habe ich zu jeder Zeit eine Sammlung knackig frischer Vitamine. So machen das normale Menschen. Bei Königs ist das anders. Ja. Die benutzen ja immer wieder dieselbe Frucht für den Obstsalat. Ne? Papa König, Banane. Mama König, Banane. Prinz und Prinzessin, Banane, Banane. So, und wenn nie eine andere frische Frucht dazukommt, dann bekommen Sie mit der Zeit ganz zwangsläufig keinen Obstsalat, sondern einen gammeligen Bananenbrei. Ja, aber ganz ehrlich, wer nimmt denn eine solche Banane noch in den Mund? Prinzessin Corinna zu sein Wittgenstein, angeblich. Bitte jetzt, Frau Euler. Frau Euler, der Name. Ja. Sie haben geborene Larsen vergessen. Ja, danke, Elke Euler. Herzlichen Dank für diese tolle Information. Ja. Und meine Damen und Herren, in eigener Sache möchte ich Ihnen noch unser PC-Game ans Herz legen. Call of Dumbo. Da können Sie jetzt ab sofort zeigen, wie viel Jagdinstinkt in Ihnen steckt. Ein großer Spielspaß für Jung und Alt. Du willst als Großwildjäger endlich mal nervige Tierarten ausrotten? Dann ist Call of Dumbo genau das Richtige für dich. In der Savanne von Botswana kannst du auf diese arroganten Elefanten schießen. Ballere dich in der royalen Arschlochskala in den Highscore. Mach das Bonusspiel. Sammle als Don Juan Carlos zusätzlich die kleinen blauen Potenzpillen und schau zu, wie sich die Prinzessin über deine gestiegene Manneskraft freut. Denn für jede getroffene Tablette legt sie ein Kleidungsstück ab. Viel Spaß und Waldmanns Heil! Elefantenshooter. Das können Sie tatsächlich unter www.callofdumbo.de spielen. Die Redaktion wollte nämlich sicher gehen, dass ich nach der Sendung auf jeden Fall mit Farbbeuteln beworfen werde. Themenwechsel. Ja, das Buch von der Frau Schröder hat ja sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Buch des Herrn Sarrazin. Jeder regt sich auf, aber keiner hat es gelesen. Und keiner hat verstanden, worum es eigentlich geht. Im Kern geht es der Frau Schröder einfach darum, das Leben ist ein riesiges, verlockendes Frühstücksbuffet, bei dem Frau nur zuzugreifen braucht. Mit Christina Schröder als saurer Dauergurken. Im Grunde, wie man es als Frau macht, man macht es falsch. Und wenn man sagt, man möchte für eine gewisse Zeit zu Hause bleiben, dann ist man das Heimchen am Herd. Wenn man sagt, man will sich allein auf Karriere konzentrieren, man verzichtet auf Familie, dann ist man die egoistische Karrierefrau. Wenn man sagt, man will beides miteinander vereinbaren, dann ist man die Rabenmutter oder die Latte Macchiato-Mutter, je nach Blickwinkel. Sehr richtig. Das kann man als Frau gar nicht oft genug sagen. Wenn man zu Hause bleibt, dann ist man das Heimchen am Herd. Wenn man sich auf die Karriere konzentriert, dann ist man die egoistische Karrierefrau. Und wenn man versucht, beides miteinander zu vereinbaren, dann ist man die Rabenmutter oder die Latte Macchiato-Mutter. Jetzt merke ich gerade, das kann man doch oft genug sagen. Wenn man sagt, man will eine Zeit lang zu Hause bleiben, dann ist man das Heimchen am Herd. Wenn man sagt, man will auf Kinder verzichten und will sich voll der Karriere widmen, ist man die egoistische Karrierefrau. Wenn man versucht, beides miteinander zu vereinbaren, ist man die Rabenmutter oder die Latte Macchiato-Mutter, je nach Blickwinkel. Je nach Blickwinkel, ich kann schon mitsprechen, gell? Ja. Latte Macchiato-Mütter, das sind die, die vor dem Brustgeben noch kurz ihre Milch aufschäumen, oder? Ja. Christina Schröder, als Ministerin taugt sie ja wenig, aber als Barista bei Starbucks, da wäre sie, glaube ich, ganz vorne mit dabei. Ja, Antworten auf die Herdprämie bekomme ich wahrscheinlich von ihr nicht, vielleicht aber von Andreas Bursche, unserer Mischung aus Klaus Bettnatz und Vin Diesel. Er war direkt an, wie soll man sagen, der Wurzel des Problems. Hallo. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Es geht ums Betreuungsgeld, die Herdprämie. Es ist ja nun so beim Betreuungsgeld, es gibt 150 € für die Mama, wenn ihr nicht in die Kita geht.
Ich habe selbst Geld. Wie viel Geld hast du denn? Jedenfalls 5 Euro, wie ich alt bin. Was ist das für ein Steuersatz dann aktuell, den du zahlst? Wie bitte? Ist das vielleicht ein Ansatz zu sagen, ja, egal wo das Kind ist, auch wenn man das vielleicht an der Bushaltestelle abstellt, 150 Euro auf die Hand? Das wäre eine dusselige Frage. Was glaubt ihr, wenn man diese ganzen 150 Euro in einen riesen Haufen reinpackt, wie viel ist das dann? Wie viel Geld muss diese Frau Schröder denn wohl bezahlen? 100 Millionen 1000 Euro. 100 Millionen 1000 Euro. Und genau das sind nämlich auch die Schätzungen der Experten. Ist das nicht ein bisschen viel? Sie könnte aber auch mit dem Geld mehr Kindergärten bauen. Was hat denn der Kindergarten hier gekostet? So über 100 Euro. Und was passiert mit Hartz-IV-Empfängern? Ich habe schon mal Hartz in Haaren. Oh. Und dann hatte ich Hartz 1 und ich habe Hartz 2. Einmal habe ich am Baum runterfließen sehen, ja. Und einmal war es ganz hart. Jetzt, wo ihr das so in der ganzen Tragweite verstanden habt, wie findet ihr diesen Vorschlag mit der Herdprämie, mit dem Betreuungsgeld? Ich möchte die Lage nicht unnötig anheizen. Die Pferde an die Westzeit der Pferde, kleine Mann. Das entspricht nicht meiner politischen Haltung. Bildungspolitisch ein falsches Signal. Bei der CDU stinkt der Fisch vom Kopf. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Andreas Bursche. Ja, da kommt die Angelina Jolie mir hoch, möchte sie gleich alle adoptieren. Ja, apropos Kindergarten. Seit wenigen Tagen ist Deutschland im Besitz eines neuen Superstars. Der Gewinner der prominenten Berufsumschulung ist dieser junge Mann hier, Luca Henny. Wie fragt die Bild-Zeitung so schön, wird Luca Henny ein echter Superstar? Liebe Bild, darf ich kurz antworten? Nein. Luca Henny ist übrigens Schweizer, was die Sprachbarriere erklärt. Der Gewinner des letzten Jahres, Pietro Lombardi, konnte sich da zumindest nicht drauf berufen. Also jeder weiß, dass da zwischen uns, wie heißt das, diese Ling, diese Vögel, wie heißen die? Ja, Schmetterlinge halt, diese bunten Teile mit Punkten und so. Also Schmetterlinge sind ganz schöne Vögel. Sind das Vögel, ja, oder? Ah, Schmetterlinge im Bauch und Wurmstich im Kopf. Zwei. Großartiger junger Künstler Pietro Lombardi, 2 IQ-Punkte weniger und der bellt sein eigenes Spiegelbild an. Wurscht. Luca Henny hat jetzt auf jeden Fall hat der DSDS gewonnen. Durchgesetzt hat sich Henny gegen einen gewissen Daniele Negroni. Das ist dieser gepierste Hobbit, den Sie hier gleich sehen. Jawohl, Spitzname Terrorbolzen. Übrigens, falls Ihnen der Look von Daniele bekannt vorkommt. Voilà! War schon schick, oder? Bei den Stichwörtern Terrorbolzen und Frisur als Alleinstellungsmerkmal denken junge Menschen natürlich an ihn. Die Älteren vielleicht mehr an meinen jetzigen Gesprächspartner. Liebe Mama, die nächsten 5 Minuten daheim bitte mal kurz weghören. Hier kommt nämlich Ingo Appelt. Ich liebe es. Ich liebe es. Kein Applaus, mein Lieber. Ich habe es auch verdient. Ja. Das ist ja auch schön. Hallo. Hallo. Servus. Ja, ich hab die Frisur gar nicht mehr. Das ist wirklich schade. Hose kaputt, Frisur nimmer wie alles früher. Ist, ja. Alles neu macht der Mai. Ingo, heute unser Thema DSDS. Was? Ja, Deutschland sucht den Superstar. Schaust du's privat? Glaubst du, dass ich mir so eine Kacke angucke? Also das ist für mich so wichtig wie ein künstlicher Darmausgang. Nein, ich brauche kein Deutschland sucht den Superstar. Ich gucke es trotzdem. Wie das? Wie kommt das? Meine Tochter, die ist, also ich habe eine 15-jährige Tochter und die steht da drauf und die sagt, du musst das gucken, sonst nehme ich Drogen. Und das heißt, jetzt nehme ich die Drogen, guck's mit dir zusammen. Das ist ganz schön. Ja,
ja, und Sie bekommen wahrscheinlich einen Orden von RTL, weil so viele Zuschauer haben die ja nicht mehr. DSDS war zuletzt so weit von guten Quoten entfernt wie die Zielgruppe vom Abitur. Ja, man nennt es ja schon inzwischen Friedhof der Nuscheltiere. Obwohl, ne, gerade geguckt, der Typ da, ihr kennt er, ne, der Dieter, ne, der Dieter hat der Hammersprüche, Wahnsinn, Dieter, Titan, Bohlen. Ne, der hat doch wirklich alles rausgeholt, was er am Köcher hat, oder? Eigentlich ja. Alles. Das hat ja mit Stimmen nichts zu tun. Da furze ich lauter dazu. 100% Kacke fand ich. Weißt du, manchmal singt man Scheiße. Mein Urin wird flockig, wenn du so weiter siehst. So ist ja scheiße. Völlig scheiße. Katastrophenmäßige Kacke. Vorher kacken gehen. Furzfontänen. Schwanz drüber. Einmal Spritzer. Dünnschiss. Gib mir das Toilettenpapier! Gott, oh Gott, oh Gott. Und das habe alles ich ihm beigebracht, du liebe Scheiße. Aber ich meine, dass man in seinem Alter das Fäkalien nicht mehr zurückhalten kann, das ist ja nicht weiter verwunderlich. Aber ja, Dieter Bohlen ist im Prinzip die WC-Ente von RTL. Ne, der geht dahin, wo sonst keiner drunter kommt. Geil, Dieter. Ne? Ja. Zur 10. Staffel DSDS will RTL das Quotenruder noch mal rumreißen und sie wollen alles ändern. Ja, die machen alles neu, ne? Ja. Nur das Schönste ist, dass wir im Studio am ältesten aussehen darf bleiben, Dieter Bohlen. Das ist genauso, als wenn du das Badezimmer renovierst und das Plumpsklo stehen lässt. Das ist unfassbar, ne? Ja, sogar der Bruce ist weg. Und da habe ich ein bisschen Sorge, weil unserem Lederstrumpf natürlich jetzt die Vorlage für seine großartigen Gags fehlen. Gags, die man sonst eigentlich nur aus Onkel Toms Hütte kennt. Immer wenn ich dich sehe, kriege ich irgendwie Appetit auf Schokolade. Ich weiß nicht, ja, den kennt man, ja. Und das von einem, der selber ausschaut wie ein aufgeplatzter Brutzler. Yes. Ja. Aber jetzt bleiben wir positiv zum jetzigen Gewinner, diesjährigen Gewinner, Luca Henny. Luca ist ein... Ja. Die Schweizer, das ist auch so ein Drecksback. Ja? Ja, unseren Lanz wollten sie nicht haben. Ne? Den Kachelmann haben sie uns geschickt, den haben wir resozialisiert. Und jetzt müssen wir den nehmen, es ist unfassbar. Und kräftig verwursteln natürlich, denn so eine DSDS-Karriere hat ja die Halbwertszeit von einem isländischen Sommer. Deshalb wird seine nächste Station wahrscheinlich sein, ich befürchte. Oh, Promi-Dinner, ja, das ist interessant. Kennen Sie die Sendung Promi-Dinner? Mhm. Nee, da sind wirklich die Reste stehen nicht im Topf, sondern vor dem Herd. Das ist wirklich so, das ist wirklich geil. Nur auch sagen. Seine Restpopularität haut er hier noch mal raus beim perfekten Promi-Dinner, um danach direkt, fürchte ich, wohin zu gehen? Ahnst du schon was? Sag's nicht. Ich fürchte, es wird grün. Es wird viele Pflanzen. Ah! In den Dschungel natürlich. Ja. Bester Gesellschaft. Lauter Versager, lauter Versager. Gottschalk. Errol Sander, das bin ich. Ne, ist schon klar. Aber Philipp Rösler finde ich gewagt. Also wenn der dabei ist, da ist die Quote bei unter 2%, oder? Das finde ich geil. Ich muss sagen, dafür, dass du DSDS so selten schaust, kennst du dich aber verdammt gut aus. Ja, ich muss ja, wie gesagt, schon erzählen. Wie gesagt, meine Tochter zwingt meine Frau auch im Übrigen. Die sagt, die steht da auch drauf, die sagt, du musst das gucken, sonst gibt's nichts in der Kiste. Oh. Du weißt, für Sex mache ich alles und sogar DSDS gucken. Und da räche ich mich, aber beim Sex mache ich immer Dieter Bohlen. Ne, also wenn wir so schön dabei sind. Also Alter, das geht gar nicht. Was ist das für eine Performance? Du liegst da wie ein Brett. Und wenn du kommst, dann klingst du wie ein Pinguin beim Kacken. Das geht gar nicht. Die Wohnung meiner Sendung heute gerettet hast. Ja, was man übrigens niemals denken würde, ist Folgendes bei DSDS. Die haben ja da und das. Oh, die Monifanten. Ach Gott, ich geb's auf. Das tut mir jetzt wirklich leid. Die Welt ist so grausam. Ehrlich gesagt. Machen wir Schluss. Ich bin total schockiert. Vielen Dank, dass du da warst, Ingo Appelt. Herzlichen Dank. Das war's. Noch viel Spaß mit dem Don Juan de Mainz, Markus Lanz. Danke und servus. Danke dir.